Hallo, wir sind wieder zurück im Keller. Und so langsam, vielleicht geht es auch Ihnen so, mir geht es zumindest so, mein Moderationstag nähert sich so langsam dem Ende. Das ist die vorletzte Veranstaltung für mich. Und zwar gebe ich jetzt noch einen kurzen Input-Vortrag, warum man eigentlich präsentieren lernen sollte. Im Vorfeld gab es auch die Möglichkeit, sich für einen Workshop mit maximal 8 Teilnehmern zu registrieren, der um 16 Uhr, 17 Uhr, genau 17 Uhr stattfindet. Die sind bereits vermutlich im Zoom-Link drin. Ansonsten geht es auf Zoom weiter mit dem Workshop. Das Ganze ist begrenzt, weil wir auch wirklich, man sagt ja so schön, hands-on das Pitchen üben werden, anhand von einem Beispiel, was die Teilnehmer vorbereitet haben oder nicht. Auf jeden Fall, es wird spannend. Ich möchte jetzt kurz nochmal erklären, warum ich es persönlich sehr, sehr wichtig halte, dass man Präsentieren überhaupt lernen sollte. Präsentieren, manche sagen ja, das ist einem in die Wiege gelegt. Das heißt, wenn ich geboren werde, dann kann ich entweder gut präsentieren oder ich kann nicht präsentieren. Und viele Leute, die nicht präsentieren können im Moment, sagen auch, ich kann einfach nicht präsentieren. Dabei ist es etwas, was halt in der Schule nie wirklich unterrichtet wird, aber man kann es zum Glück lernen. Ich möchte dir jetzt ein paar Inputs geben, wie du Ansätze finden kannst, warum sich vielleicht ein Präsentationstraining lohnen könnte, beziehungsweise wie deine nächste Präsentation vielleicht 10, 15, 20% strukturierter sein könnte. Man sieht es vielleicht so ein bisschen, also so hier bin ich so ein bisschen geschniegelt, dann kommt das weiße Hemd und dann sieht man, oh, der Typ hat ja ein Tattoo am Arm. Es hängt damit zusammen, ich habe früher mit 18 circa in einer Hardcore-Punk-Band gespielt. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut an meinen allerersten Auftritt mit dieser Band. Ich habe gerade Schlagzeug spielen gelernt, so hat es auch sich meistens angehört. Wir haben in ähnlichen Kellergewölben wie hier jetzt gespielt, nur ungefähr 10-mal so schlimm. Aber der erste Auftritt, es war ungefähr der zweite Song und wir haben seit Monaten geprobt und ich sitze hinter diesem Schlagzeug, wir spielen das Intro, wir spielen die erste Bridge, den ersten Chorus, sofern wir damals so viel Struktur hatten in unseren Songs. Und dann kam ein Teil von einem Song, ich bin am Spielen, ich bin am Spielen und auf einmal merke ich, oh, ich weiß nicht, wie es gleich weitergeht. Und in dem Moment höre ich einfach auf mit dem Schlagzeug spielen und ich sehe nur so diese Scheinwerfer, ähnlich wie jetzt, die mir so ins Gesicht scheinen. Und ich sehe so die Umrisse von den Leuten. Ich weiß nicht, oh, lacht da hinten irgendwie jemand? Und ich weiß noch, wie mein Bassist sich umdreht zu mir und sagt so, was machst du? Und das ist mir heute so im Kopf geblieben, weil ich dort wirklich einen Blackout hatte. Es war zwar beim Musikspielen, aber genau das Gleiche passiert manchen auch allgemein, wenn sie vor Menschen stehen. Worum es mir geht, ist, ich möchte einfach unbegründete Ängste abbauen. Wenn ich jetzt nach Australien fahre und ich laufe dort barfuß und in Badehosen durch die Savanne, dann muss ich vielleicht nicht überrascht sein, wenn irgendwo mal eine Schlange ist und ich vielleicht irgendwie drauftritt. Ich denke, das ist eine begründete Gefahr. Aber unbegründete Gefahr ist, dass wenn ich vor Menschen stehe und rede, passiert mir eigentlich nichts. Dabei sind die meisten Menschen so gepolt, dass sie lieber im Grab liegen würden, anstatt dass sie die Grabrede halten müssten. So schlimm ist das Ganze gar nicht. Mir geht es darum, kommunizieren lernen macht Sinn, weil kommunizieren lernen bedeutet, wir lernen ein Bild in den Köpfen von anderen Menschen zu malen, was so aussieht wie das Bild, was ich in meinem Kopf habe. Also eigentlich heißt es, ich lerne zu kommunizieren, was ich eigentlich will und kann da natürlich auch so meine eigenen Lebensziele, wie auch immer die gestaltet sein sollen, besser erreichen. Der ganze Talk heißt erfolgreich pitchen. Aber es geht mir nicht nur ums Pitchen, was ja sehr so diesen Anschein hat von, ich habe jetzt ein Startup und ich möchte 70 Milliarden Schweizer Franken Anschubfinanzierung haben, sondern beim Pitchen geht es mir hauptsächlich darum, ich lerne mich so zu präsentieren, dass ich tatsächlich auch das widerspiegele, was ich kann.
Es gibt so viele geniale Köpfe da draußen, die leider nicht schaffen, das zu kommunizieren, was sie eigentlich drauf haben, und so viele nicht geniale Köpfe, die dann genau das bekommen, was ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Und genau den Leuten, die eigentlich genial sind, aber es nicht zeigen können, das ist so meine Passion, die ich anderen Leuten helfe, auch zu entwickeln. Ich gebe Kurse an Hochschulen, unter anderem für Designstudenten, die müssen ständig auch irgendwas verkaufen, und ich leite seit vielen Jahren Improv-Public-Speaking-Kurse, unter anderem an der Uni Bern, wo es darum geht, dass man einfach lernt, aus dem Stegreif spontan irgendwas erzählen zu können, auch wenn es keinen Sinn macht. Ich möchte jetzt nicht sagen, man könnte dann auch in die Politik wechseln, aber das mal so als kleiner Witz an der Seite. Also es geht darum, nicht nur Startups pitchen zu können und ich möchte mich verkaufen und so, sondern wenn es auch darum geht, ich möchte vielleicht meinen Partner überzeugen von etwas, dass ich jetzt unbedingt dieses Auto kaufen möchte, oder ich möchte irgendwo hinreisen, oder ich möchte ein Stipendium für meine eigene Forschung gewinnen. Ich möchte ein Gremium überzeugen, dass ich die richtige Person bin. Auf der Arbeit, wir müssen ständig präsentieren. Und die Leute, die nicht präsentieren können, verkaufen sich leider auch unter Wert. Jetzt, ich würde sagen, wir schauen uns mal so ein bisschen an, was bedeutet denn ein Pitch, wenn ich eine Idee präsentiere. Ich werde hauptsächlich zwei spezifische Beispiele anschauen. Das ist einerseits ein Entrepreneurship-Bereich, also das ist dann das Startup. Und dann schauen wir uns an, wie wäre es zum Beispiel, wenn ich ein Forschungsthema pitche. Wie wären diese zwei Sachen unterschiedlich zueinander? Ich glaube, wenn ich jetzt nach Storytelling Event Schweiz suchen würde, hätte ich auf Google hunderttausende Ergebnisse. Viele reden ja auch nur, oh, man muss Storytelling machen, Lagerfeuerromantik und Brands müssen Stories erzählen. Hört sich immer ganz einfach an, aber ja, wie erzähle ich denn eigentlich Geschichten? Und eigentlich ist das ein ganz, ganz altes Handwerk. Also wir erzählen uns ja schon ständig Geschichten. Also eigentlich können wir zurückgehen bis in die Zeit von Aristoteles, der damals schon so ein Grundkonstrukt aufgestellt hat. Und sobald man dieses Grundkonstrukt kennt, sehe ich das auf einmal in jedem Film, in jeder Serie, in jedem Roman. Also eigentlich orientieren sich alle daran. Und das Ganze heißt Drei-Akt-Struktur. Ganz einfach. Drei-Akt-Struktur bedeutet, ich habe einen Anfang, ich habe einen Mittelteil, ich habe einen Schluss. Hört sich jetzt bisher wenig bahnbrechend an, aber genau wenn ich meinen Talk so aufteile, kann ich schon sehr, sehr viel erreichen. Der Anfang, das Ganze nennt man auch Exposition. Das ist jetzt Fachchinesisch für, ich kläre einfach den Kontext, in dem wir uns befinden. Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen von einem Film, sagen wir mal zum Beispiel den Film Matrix, dann würde der Hauptdarsteller, Neo, würden wir sagen, Neo sitzt an seinem Computer und verkauft Programmcode und führt ein generell ziemlich miserables Leben als Computerhacker. So, Kontext ist klar. Neo, Computerhacker, sitzt in seinem Zimmer, vermutlich niedrig bezahlter Job, hat keine Freude an seinem Leben. Ich kann mich irgendwie hineinfühlen, worum geht es eigentlich? Das ist der Anfang. Im Mittelteil, man nennt das Ganze auch Konfrontation, geht es darum, dass ich irgendeinen Bruch schaffe, wo irgendetwas Unerwartetes passiert. Und der Mittelteil, das ist eigentlich der Teil, der am längsten ist. Hier verbringe ich die meiste Zeit meiner gesamten Rede. Im Anfangsteil muss ich schauen, dass ich schnell zum Schluss komme, weil sonst baue ich die ganze Zeit auf und ich konstruiere und ich sage, wo sind wir? Aber du wirst es schon merken, dass die Leute meistens dann ungeduldig werden und die Sitze angefangen werden mit dem Popo zu reiben, weil es nun leider echt langweilig ist. Also Konfrontation ist der Mittelteil, irgendein Bruch. Und hier kann ich ein Feuerwerk abliefern von Konfrontation, Konfrontation, Konfrontation. Eine Schwierigkeit nach der anderen. Und das Ganze im Ende resultiert dann in einer Auflösung. Und die Auflösung sollte so gut sein, dass sich die ganze Warterei, der Aufbau am Anfang und die Konfrontationen, die in der Mitte passiert sind, das Ende sollte so sein, dass es sich wirklich auch gelohnt hat, darauf zu warten. Wenn ich mir das Ganze jetzt bildlich vorstelle, also ich probiere jetzt hier mal in der Luft zu malen. Also ich habe hier 1, 2, 3 verschiedene Bereiche.
dann sollte durch diese drei Bereiche eine Spannungskurve laufen, die in der Mitte so einen kleinen Bauch hat. Das heißt, am Anfang fade ich so rein in das Thema, in der Mitte wird es auf einmal spannend und gegen Ende fällt das Ganze dann wieder ab. Jetzt sage ich Spannungskurve bauen. Spannungskurve bauen ist allerdings so schwierig, ansonsten würde es ja jeder machen, sonst wäre jeder Talk spannend, weil jeder sagt niemand hat was gegen Spannung. Wichtig ist vor allem, und das ist jetzt so ein konkreter Tipp, den ich mitgeben kann, wir können uns jetzt nicht mit jedem Talk, den jeder Zuschauer hier im Kopf hat, einzeln beschäftigen, aber beim Spannungsbogen geht es darum, mit einem Tipp, sage nicht das, was du sagen wirst. Wie häufig gibt es Vorträge auch an Universitäten, wo es losgeht und sagt, guten Tag, mein Name ist Professor Andreas Bublewitz, ich bin emeritierter Professor an der Hochschule Bern und ich habe das und das gemacht. Kommen wir kurz zu meinen Themen. Punkt 1, ich werde Ihnen eine kurze Einführung geben, wie das dann geht, und die Hälfte des Publikums schläft. Wichtig ist, ich sollte mir diesen kleinen Faktor geheimnisvoll, sollte ich mir bewahren und nicht einfach sagen, was passiert. Ein Beispiel, ich glaube, viele haben Breaking Bad geschaut. Wer nicht Breaking Bad geschaut hat, sollte jetzt sich ein Netflix-Abo holen und Breaking Bad schauen. Aber Breaking Bad hätte man ziemlich schnell, auch ziemlich bad, ziemlich schlecht machen können, indem man am Anfang gesagt hätte, Walter White ist ein Chemielehrer, der eine Krebsdiagnose bekommt, daraufhin anfängt, sehr, sehr viel Drogen zu produzieren und diese Drogen letztendlich zu verkaufen, damit er seiner Familie Geld übrig lassen kann, falls er sterben sollte, weil sein Grundschuljob als Chemielehrer ihm nicht langt. Breaking Bad wäre vorbei gewesen. Ich habe gesagt, was passiert, aber nein, wir bleiben 8 Staffeln oder 7 Staffeln, bleiben wir dran und gucken alles, weil diese Spannung halt aufgebaut wird. Also Tipp, sag nicht, was du sagen wirst, um später dann zu wiederholen, was du gerade gesagt hast. Das ist so der erste Key Takeaway aus diesem Talk vielleicht. Gehen wir nochmal zurück auf diesen Spannungsbogen, den ich gerade gezeigt habe. Also diese 1, 2, 3 nebeneinander. Wenn ich jetzt einen 5-minütigen Talk habe vor jemanden, dann kann ich ein A4-Blatt nehmen. Das ist etwa so ein bisschen größer als dieses iPad und knicke das in 3 Teile. Das geht jetzt nicht, ich brauche das Teil noch, aber in 3 Teile geteilt habe ich alle 3 Bereiche schon. Und jetzt schreibe ich meistens als erstes die Überschriften von dem, was ich sagen möchte. Das kann später auch eine Outline sein, falls ich irgendwie mit PowerPoint oder Keynote arbeiten möchte. Aber diese Überschriften geben mir so eine Idee, was möchte ich denn eigentlich sagen? Und sage ich in der Mitte zum Beispiel das, was am meisten Spannung hat, oder gehört das eher ins Ende oder an den Anfang? Und dann kann ich sagen, fill the blanks, füll einfach das aus, was dazwischen ist. Dann kann ich anfangen, so mehr Fleisch am Knochen zu geben, indem ich zu den einzelnen Überschriften mir überlege, was möchte ich denn genau sagen? Aber wenn ich von der obersten Ebene komme und quasi mit der 10.000 Meter Perspektive meinen Talk anschaue, dann kann ich reinzoomen und mir genau überlegen, was den einzelnen Punkt dann besonders raffiniert macht zum Beispiel. Und so mache ich jeden Talk, auch den hier. Ich habe vor mir nur Überschriften. Ich weiß in etwa, was ich erzählen möchte. Ich hoffe, es ist noch spannend und ihr seid noch alle eingeschaltet und ich habe hier nicht 0 Leute im Stream. Aber wenn, dann habe ich hier 2 Leute, die hinter der Kamera stehen. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn diese Überschriften klar sind, dann ergibt sich meistens auch der Rest. Jetzt gibt es an diese 3-Akt-Struktur natürlich unterschiedlichste Herangehensweisen. Ich habe ja gesagt, inhaltlich ist das immer unterschiedlich. Ich möchte mal ein Beispiel machen, wie das aussieht einerseits für eine Geschäftsidee und wie das Ganze aussieht für ein Forschungsthema, was ich zum Beispiel pitchen möchte. Also wie fange ich an mit einem Anfang, der den Kontext klärt und baue Spannung auf in der Mitte? Weil alles kann spannend sein. Bei einer Geschäftsidee finde ich es immer super, eine kleine Geschichte zum Aufhänger zu haben. In dem Moment, wo ich jemandem etwas erzähle, vielleicht habt ihr auch gemerkt, im Vergleich zu den Talks, die wir heute hatten, die auch sehr fachlich waren und so, ich habe auf einmal erzählt, wie ich in einer Hardcore-Punk-Band gespielt habe. Das war irgendwie anders.
hätte man nicht erwartet, dass es in so einem formellen Kontext stattfindet. Und auf einmal spitzen sich die Ohren. Und wenn ihr Teil von einem Panel seid oder Speaker irgendwo oder Speakerin, dann erzählt etwas, was irgendwie anders ist. Und meistens reicht es dazu, einfach nur eine kleine Geschichte zu erzählen. Weil jede Geschäftsidee, sofern sie auch ehrlich motiviert ist und vermutlich auch gut ist, hat irgendeine persönliche Story. Irgendjemand saß mal daheim, hat etwas gesucht, hat etwas ausprobiert, ist verzweifelt an bestehenden Lösungen und hat gesagt, ich mache es selbst. Und was ist diese Geschichte, die dich dazu gebracht hat, zu sagen, ich mache es selbst? Das heißt, nachdem diese kleine Geschichte kam, so warum stehe ich überhaupt hier auf der Bühne und präsentiere meine Geschäftsidee, danach gehen wir in das Problem rein, was ich eigentlich löse. Also warum ist das etwas, was auch andere Leute haben? Warum ist das etwas, was nicht nur mich interessiert, sondern auch alle anderen Leute, sodass hier tatsächlich ein Markt bestehen könnte? Und später geht es dann rein, dass ich eigentlich erst dann meine Lösung präsentiere, obwohl ich denke, das ist doch das Wertvollste. Ich habe irgendeine intelligente Technologie oder ich habe einen schönen Store aufgezogen mit schönen Schaufenstern und sowas. Das ist am Anfang erstmal komplett egal. Wenn es darum geht, die Geschäftsidee zu zeigen, geht es darum, die Idee in den Vordergrund zu stellen. Und das ist meistens nicht direkt das Produkt, sondern eine Motivation. Weil ein Produkt verändert sich auch immer mit der Zeit. Aber eine Motivation kann gleich bleiben. Dann ist es wichtig zu sagen, warum ist dieses Produkt jetzt relevant? Und warum bin ich die richtige Person, das zu machen? Es gab wenn wir für 15 Jahren mal geschaut hätten und ein Smartphone angeschaut hätten, dann wäre das irrelevant gewesen. Aber in dem Fall macht das schon Sinn heutzutage. Aber damals war es vielleicht noch zu früh. Und jetzt gibt es da deutlich mehr Bedarf für. Also jede Idee hat auch seine Zeit und es gibt gewisse Umstände in der Umwelt, die das auch bestätigen. Beim Forschungsthema ist das in etwa ähnlich. Also fang auch an mit einer persönlichen Motivation für diese Forschung. Warum forsche ich überhaupt daran? Niemand setzt sich einfach 2 Jahre hin nur für einen Titel. Ich hoffe, zumindest die wenigsten, sondern meistens ist auch irgendeine persönliche Motivation dahinter. Welchen Impact wird meine Forschung haben und wie ist der Stand der Forschung und warum sollte es auch weitergehen? Meistens frage ich ja um Fördergelder und deswegen muss das überzeugend sein. Und ich muss klar machen können, warum ist meine Forschung relevant, dass sie weiterverfolgt wird. Und am Ende, das gilt für die Geschäftsidee als auch für die Forschungsidee, ich muss irgendeinen knackigen Abschluss haben, der vielleicht die Story am Anfang nochmal aufgreift. Der sagt, hätte ich damals diese Lösung gehabt, dann vervollständige den Satz. Und dann sollte auch irgendwie gesagt werden, was du eigentlich möchtest. Und deswegen hätte ich gern das Stipendium für 3 Jahre, um meine Forschung an Mäusekrebszellen weiter zu verfolgen. Irgendwie sowas. Kommen wir kurz zum Präsentationsstil. Einfach auch nur so Tipps. Meistens ist es so, dass wenn Menschen vor anderen Menschen reden, sie auf einmal so einen gewissen Robotermodus einnehmen. Oder viele gehen in diesen Corporate Speaker Bereich rein und dann merkst du, dass da meistens Spannung im Körper ist. Das ist teilweise, wie ich auch präsentiere. Also als Moderator muss man in verschiedenen Kontexten auch anders darstellen. Ich bin anders wie mit meinen Freunden zum Beispiel. Aber am authentischsten ist es eigentlich, wenn ich, wie ich mit meinen Freunden, auch vor anderen Menschen reden kann. Wenn ich das schaffe, dann wird mir jeder zuhören und meistens wird das Ganze auch sehr interessant sein. Also sei kein Roboter und vermeide diesen Präsentationsmodus, in den manche hineinfallen. PowerPoint ist kein Teleprompter, sondern höchstens Ergänzung zu dem, was ich sage. Das heißt, Regel von mir, Schriftgröße 48, große Bilder. Wenn du dich daran hältst, sollte eigentlich nicht zu viel Text auf die Folie passen. Wenn es jetzt ums Präsentieren geht, noch 2 Punkte zum Umgang mit Lampenfieber. Lampenfieber kann problematisch sein, weil, wie ich am Anfang bei mir bewiesen habe, man vergisst komplette Songteile, der Bassist schaut einen böse an. Und man sitzt dort wie ein Idiot mit 2 Holzdrumsticks und weiß nicht weiter. Also unangenehm. Aber ich werde heute auch noch immer richtig aufgeregt und merke, wie mir das Herz wirklich unterm Hemd
pumpt. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mir überlege, okay, im Moment schießt Adrenalin durch meine Adern, aber Adrenalin ist eigentlich wie so eine Wunderdroge und ist eigentlich wie so eine Superkraft. Also vielleicht kannst du ja mal so diesen Mindset-Change ausprobieren, dass Adrenalin auch etwas sehr Positives sein kann und quasi wie so ein Supercharging, wie in so einem Heldenfilm ist, dass man in dem Moment sieht, wie der ganze Körper leuchtet. Also Adrenalin macht dich auch schärfer in der Wahrnehmung und kann auch eigentlich auch ganz gut sein. Und alle, die im Publikum sind, wollen, dass du Erfolg hast. Ich weiß es zumindest, wenn jemand auf einer Bühne steht und ich merke, dass die Person richtig schlecht vorbereitet ist und sich überhaupt nicht wohlfühlt und nicht in die Augen schauen kann und es ist einfach eine grottenschlechte Präsentation, dann fühle ich mit der Person und ich denke mir, oh Gott, bitte erlöse diese Person, dass sie eine gute Präsentation hat. Das heißt, die Leute im Publikum sind mir selten feindlich gestimmt und ich kann eigentlich darauf zählen, dass die meisten mir gut gestimmt sind. Zum Schluss möchte ich nochmal betonen, dass Präsentieren ist nicht nur für die Bühne. Präsentieren heißt kommunizieren lernen und das heißt, dass ich das Bild, was ich in meinem Kopf habe, sprachlich und körperlich genauso darstellen kann, wie es im Kopf von einer anderen Person erscheint. Und das ist das Wichtige an Kommunikation, ist, deswegen sagt man auch effective communication und so, aber wir lernen letztendlich gehört zu werden und es wäre schade, wenn wir nicht gehört werden. Es hilft uns, näher an unsere Ziele zu kommen, sei es in der Partnerschaft, sei es im Business, sei es im Leben. Und wenn du dich dafür interessierst, es gibt genügend Clubs, denen man beitreten kann. Es gibt Trainings, die du besuchen kannst. Du kannst einfach daheim mit einer Kamera dich mal filmen und das mal anschauen, auch wenn es sehr, sehr unangenehm ist. Die meisten hassen es auch einfach nur, ihre Stimme zu hören. Verständlich, bis man es dann mal ein paar Mal gemacht hat und dann lernt man auch so ein bisschen damit zu spielen. Aber wie das jetzt genau geht, das Präsentieren und wie man einen komplexen Inhalt vielleicht in 3, 4, 5 Minuten zusammenfassen kann, das erfahren wir jetzt gleich im Workshop. Für alle anderen, Präsentieren ist nicht angeboren, sondern kann gelernt werden. Und ich denke, es ist es wert, dass man sich das zumindest mal anschaut. Ich bin sehr froh und nach meinem Konzert, wo ich die Noten vergessen habe und dort im Rampenlicht stand mit meinen Holzsticks in der Hand, nach meinem Konzert habe ich an mir gearbeitet und danach waren einige fehlerfreie Konzerte. Nicht alle, aber es lief deutlich besser und das kannst du auch schaffen.